Mein heutiger Gast ist Peter Schöllatour, Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor. Derzeit steht sein 33. Buch in der Bestsellerliste. Der Spiegel nannte ihn mal Deutschlands letzten Welterklärer. Herzlich willkommen zum Dialog. Dankeschön. Herr Schöllatour, 1945 sind Sie das erste Mal hinaus in die weite Welt mit der französischen Armee nach Indochina. Seitdem, seit 68 Jahren, sind Sie rastlos unterwegs. Was treibt Sie immer wieder raus in ferne Länder? Es ist eine gewisse Neugier. Es ist mir im Grunde als Kind schon anerzogen worden. Mein Vater hat mir die Bücher der großen Entdecker gegeben, auch der Konquistadoren und so weiter. Und im Grunde ist es eine Kindheitsvorstellung gewesen, dass ich in der ganzen Welt entdecken kann man nicht mehr viel. Aber die Situationen sind immer neu. Und zwar in jedem Land ändert es sich enorm, jedes Mal, wenn ich wiederkomme. Und das hat mich eben gereizt. Und für mich ist der Journalismus ein Mittel zum Zweck gewesen. Es hat mir erlaubt, meine Kindheitsträume zu verwirklichen. Inzwischen sind Sie 88 Jahre alt. Ich werde demnächst 89. Sind Sie immer noch unterwegs? Ich komme eben von Indien zurück und schaue im Moment mit etwas Melancholie auf Mali. Denn vom Alter her oder von der Leistungsfähigkeit her,